Hallo, ich bin Kim von Spielwelt und heute wird es mal wieder Zeit für ein Solo-Let's Play mit mir. Ja, der Wunsch wurde geäußert, dass wir durchaus auch mal ältere und vielleicht nicht ganz so bekannte Spiele vorstellen sollen und deswegen spiele ich heute Lavracha vor im Solo-Modus. Das ist eigentlich ein Spiel für 1 bis 4 Personen, wobei es darum geht, ja, eine Finca auf Mallorca zu managen und am Ende die meisten Siegpunkte zu erhalten. Ja, die Autoren sind Andreas Odendahl und Michael Keller und das Spiel ist jetzt hier von PD Verlag. Ursprünglich ist es aber 2014 bei Spielworks erschienen, in seiner Erstauflage. Ja, ich werde also mich jetzt ans Spielen machen, auch die Regeln erklären für all die, die das noch nicht kennen. Hier ist Angabe 120 Minuten, mal schauen, wie lange ich brauche. Ich versuche mich da möglichst kurz zu fassen, nicht so lange zu überlegen. Ja, schaut es euch ganz einfach an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, da wären wir also in der Totalen und ihr seht alles, was man benötigt, um eine Solopartie Lavracha zu spielen. Also zum einen den zentralen Spielplan, auf den alle Spieler Zugriff haben, mit dem Markt in der Mitte, verschiedenen Marktständen und ringsrum die Handwerksgebäude, die man mit verschiedenen Waren beliefern kann. Hier gibt es 6 Stapel mit Dachmarkern, die eben ja, kleine Boni bringen, wenn man sie kauft und auch Auskunft darüber geben, welche Runde gerade dran ist. Ja, hier ist eine Leiste mit Auswahl, Rohstoffen oder Aktionen, wie man es denn auch nennen will. Das kommt dann später im Spiel. Hier die Siesta-Leiste, da schreitet man voran, wer am weitesten oben ist, wird neuer Startspieler. Hier gibt es Geld, Siegpunkte. Es ist zwar auch nicht angegeben, wie viel man da so bekommen sollte im Solospiel, aber ich sage mal 70 Punkte oder mehr peile ich so an. Ja, ich spiele hier mit Rot, habe auf meinem Tableau schon eine Handelsware, die ich auch in verschiedene Sachen eintauschen kann, habe ein Silber und einen Siegpunkt als Startkapital und 4 Eselsplättchen, um meine Lieferungen zu managen. Ja, müssen ein paar Sachen vorbereitet werden. Als erstes würfle ich mal aus, welche dieser Handwerksgebäude erstmal gesperrt sind und freigeschaltet werden müssen. Zum einen Gebäude Nummer 1. Mann. Ist das auch? Ja. Ja, die Plättchen haben ja auch Nummern drauf, ganz klein. Ne? Und hier neben den Gebäuden sind noch Würfelaugen, die angeben. Dann als zweites Gebäude 6. Und als drittes Gebäude 5. Na, schade. Gerade das erste hier finde ich eigentlich immer schön zu Spielbeginn, weil es eben Geld bringt. Aber okay, dann muss ich halt irgendwie anders an mein Geld kommen. Ja gut, dann werde ich mal hier die Dachmarker mischen, da kommen 2 weg. Wir spielen eigentlich so viel mit, wie Spieler teilnehmen. Und ich spiele ja hier mit einem Dummy-Spieler, obwohl der hier gar nicht aussucht bei den Dachmarkern. Der wird nur ein paar Felder hier auf dem Markt gleich blockieren und mir ja, hier Aktionen wegschnappen. Ja, ich würfel dann auch nochmal. Bei gerade bin ich Startspieler, bei ungerade der Dummy. Ich bin Startspieler, jawohl. Der Dummy kriegt damit das höhere Marktfeld oder den höheren Marktstand mit 3 und ich nehme den 2er. Ja, und wenn später ein anderer Marktstand besetzt wird von einer höheren Zahl, dann verdrängt er alle Gegner, nicht die eigenen, nur alle Gegner von den umliegenden Marktständen. So. Ja, soweit, so gut. Dann kommen die Karten jetzt ins Spiel. Da kriege ich jetzt erstmal 4 Stück und darf auch als Ausnahme in der ersten Runde gleich 2 ausspielen. So, ich werde aber erstmal erklären, was es mit diesen Karten generell auf sich hat. Also die kann man auf 4 unterschiedliche Arten nutzen, wenn man sie spielt. So, 1, also schon 2, 3 und 4. So, ich schaue mal eben, was ich hier bekommen habe. Oh. Ja, diese Karten kann man auf unterschiedliche Art und Weisen spielen. Zum einen eben als Marktkarren. Da hat man hier oben 3 Plätze, da schiebt man sie eben hier drunter. So, und dann sieht man hier eben die Waren, die man hier an diesen Marktkarren liefern muss. Und die Belohnung, die es gibt. Es gibt immer eine Handelsware, das ist bei allen Aufträgen gleich. Und man kriegt unterschiedlich viele Punkte. Das wäre jetzt hier ein 5er Marktstand. Damit gibt es auch erstmal 5 Punkte. Und man darf eben einen dieser 5er Märkte besetzen. Und eben den anderen verdrängen. Und für jeden Verdrängten gibt es nochmal einen extra Punkt. Ja, dann kann man die ganze Sache auch als Feld spielen. Dann würde man das hier anlegen und dann hätte ich ein Getreidefeld. Es gibt eben daneben noch Trauben- und Olivenfelder.
Und all diese Erntegüter kann man eben auch durch Abgabe von Geld in veredelte Waren umwandeln. 3 kostet es, eine Traube in Wein zu verwandeln und 2, um entweder Getreide oder Oliven in Essen zu verwandeln. Ja, so weit, so gut. Und Schweine kann man für 4 in Fleisch verwandeln. So. Ja, dann kann man aber auch die ganze Sache als Gehilfen spielen. Dann nehme ich mal hier die Magd. Dann spielt man das hier so rein. Und dann habe ich einfach den dauerhaften Effekt, dass sich mein Handkartenlimit um 2 erhöht. Mehr macht sie nicht, aber das ist ja schon mal eine ganz nette Sache. Ja, und als letzte Möglichkeit kann man den Hof ausbauen. Das kostet allerdings, all das hier bisher war kostenfrei, aber wenn man die da anlegen will, kostet das für die erste Karte 1 Hofgut, wobei auch ein Siegpunkt dazu zählt. Also irgendwas vom Hof, ne, einen Spielstein wegnehmen, ein Silber zahlen, um eben diese Karte hier zu spielen. Legt man so an, ja. Dann erhöht sich auf jeden Fall immer das Handkartenlimit um 1 und man hat die Option, Zusatzlieferungen sich zu kaufen. Hier, was auf der Karte jetzt nicht drauf ist, man könnte auch nochmal Geld dazu kriegen und da unten hat sich mein Schweinestall vergrößert und man braucht auch mindestens 3 Plätze, um Schweine züchten zu können. Na, wenn man 2 hat, dann vermehren die sich jeweils in einer gewissen Phase, aber man braucht eben auch Platz, um das Jungschwein unterbringen zu können, ne? Bevor man es dann verkauft oder schlachtet oder sonst was macht. Also man kann alle Sachen hier verkaufen, aber nichts von den Feldern. Man kann auch nichts von den Feldern in die Silos transportieren, warum auch immer. Dann von den Feldern kann man eben nur auf die jeweiligen Karren oder die Handwerksgebäude liefern. Oder eben, man muss die Sachen umwandeln. Ja, so weit, so gut. So funktionieren eben die Karten. Dann nehme ich die jetzt auch mal zurück, denn ich darf die natürlich nicht alle auf einmal spielen. Das war ja nur zu Demonstrationszwecken. So, ich blende mal eben so eine kleine Rundenübersicht ein. Also es gibt, wie gesagt, 6 Runden. Das sieht man an den Dachmarkern. Ja, und eine Runde beginnt immer mit Phase 1, hier in Blau dargestellt, dass man erstmal eine Karte spielt. Ausnahme in der ersten Runde, da spielt man 2 Karten. Und danach zieht man auf sein neues Handkartenlimit auf oder muss eben abschmeißen in seltenen Fällen. Ja, dann kriegt man sein Einkommen, am Anfang noch gar nichts. Dann produzieren die Felder ihre Erntegüter und die Schweine würden sich vermehren. Und als 4. Schritt darf man in Spielerreihenfolge einen dieser Dachmarker kaufen, die dann jeweils so viel kosten, wie eben die Runde, wie es der Runde entspricht, die gerade dran ist. So, ja. Dann kommt Phase 2, hier in grün dargestellt. Da werden eben alle Würfel geworfen und dann entsprechend auch hier verteilt. Und dann wird eben auch in Spielerreihenfolge gedraftet. Jeder wählt eine Sache aus. Ja, und dabei wird der Dummy ganz simpel vorgehen. In den ersten 3 Runden nimmt er immer die kleinste Zahl und in den letzten 3 immer die höchste. Wenn ich also mich hier für die 4 Geld entscheide, dann würde er die 2 unterschiedlichen Erntegüter nehmen. Ja, dann nehme ich hier bei der 5 entweder 2 Umwandlungen, einen Schritt auf der Siesta-Leiste und eine Umwandlung oder eben 2 Schritte auf der Siesta-Leiste. Ist dann später noch entscheidend, was es damit auf sich hat. Ja, und bei der 6 gibt es entweder 2 Geld oder aber eine Lieferung, das heißt von hier irgendwas da hinsetzen oder auf einen Marktkarren, den ich momentan nicht habe. Also er würde das dann hier wählen und ich hätte dann den letzten Würfel wieder zur Verfügung, denn der würde immer allen zugutekommen. Also der letzte, der übrig bleibt, den kriegen nochmal alle. So. Wenn das getan ist, also hier gibt es eben ein Schwein und hier eben ein Erntegut oder eine Karte, die man ziehen oder spielen darf. Ja, wenn das getan ist, gibt es in Phase 3 die Lieferung. Dann wählt jeder geheim eins dieser Plättchen hier aus, die man hat. Ich blende die mal eben ein. Also da gibt es eben 4 Lieferungen, aber eben keinen Schritt auf der Siesta-Leiste bis hin zu einer Lieferung, immer jetzt durch die Esel dargestellt, und 3 Schritte auf der Siesta-Leiste. Ja, die Schritte auf der Siesta-Leiste werden in Schritt 2 dann auch gemacht und hier bin ich halt alleine. Sollte ich es schaffen, das dritte Feld zu erreichen, dann werde ich neuer Startspieler oder bleibe eben Startspieler, ansonsten wechselt das eben und zwar auch direkt im Anschluss an diesen Schritt. Dann werden die Lieferungen in der neuen Reihenfolge ausgeführt
Und das heißt, ja, ich darf entsprechend meiner Zahl liefern. Der Dummy wird eine Karte ziehen und einfach einen Marktstand besetzen, der dem Handkarrenteil diese, oder dem Marktkarrenteil hier dieses Feldes entspricht. Ja, dann kann man nochmal im Anschluss in der neuen Runde Zusatzlieferungen kaufen. Also wieder beginnt mit dem Startspieler. Ein Silber pro Lieferung. Aber man kann eben nur so viele kaufen, wie man hier Ausbauten entsprechend auf dem Hof hat. Also ich nur eine. Er würde hier noch eine Karte liegen mit so einem Esel dran, eben zwei. Ja, dann in der vierten Phase der Runde wird abgerechnet. Für jeden Marktstand gibt es einen Punkt. Je nachdem, in welchen Bereich der Siesta-Leiste man hier vorgedrungen ist, gibt es auch nochmal Punkte. Dann werden die zurückgesetzt, die neuen Dachmarker werden aufgedeckt. Sollte man ein Handwerksgebäude komplett beliefert haben und sich so ein Bonusplättchen verdient haben, dann hat man halt so einen Forteffekt, wenn man die bekommt, und dann werden die umgedreht und dann gibt es auf der Rückseite einen dauerhaften Effekt, der dann zum Tragen kommt, je nachdem, wo das Plättchen liegt. Also es gibt drei Arten, sein Einkommen hiermit zu erhöhen. Und dann hier eben nochmal drei Arten, ja, die halt in Phase 2 und 3 was Gutes machen. Dann kann man nicht so genau pauschalisiert sagen, aber es sind immer Bonusfähigkeiten, die man so erwirbt. Ja, dann geht es in die nächste Runde. So, wichtig wäre noch zu erwähnen, die Eselsplättchen, die gewählt wurden, bleiben hier auf dem Feld liegen. Die hat man in der nächsten Runde dann nicht mehr. Das heißt, in der dritten Runde habe ich nur noch die Auswahl zwischen zwei Plättchen. In der vierten Runde dann aber wieder zwischen allen, denn dann kriege ich nämlich meine gespielten zurück. Na, am Ende der dritten Runde, sodass ich für die vierte, fünfte, sechste Runde wieder alle vier zur Verfügung habe. Also zumindest für die vierte Runde. Dann eben wieder entsprechend weniger. So, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ja, ich denke, ich habe nichts vergessen. Also wenn ein Handwerker komplett beliefert wurde, wird das nächste Plättchen freigeschaltet. Der erste, der ein Handwerksgebäude komplett beliefert, kriegt eben Punkte hier, also einen Punkt. Und für die Lieferung hier gibt es eben auch nochmal Punkte entsprechend der Runde. Das heißt, wenn ich in der ersten Runde das hier komplett beliefere, kriege ich einen Punkt. Wenn ich es in der sechsten Runde beliefere, sechs Punkte. Da ist halt ein Ausgleich dafür, dass man diese Bonusplättchen dann entsprechend weniger oft nutzen kann. Ja, das war's. Dann geht's mal los. Ja, das ist immer die Qual der Wahl in dieser Phase. Also da hat das Spiel auch seine größten Längen, immer wenn man aussuchen muss, welche dieser Karten man denn auf welche Art spielen soll. Da muss man eigentlich immer erstmal schauen. Aber ich denke, ich werde erstmal die Markt spielen. Die lege ich ja einfach hier an. Und damit habe ich schon mal ein um zwei erhöhtes Handkartenlimit. Das kann ja nicht schaden, ein bisschen mehr Auswahl zu haben. Jetzt ist noch die Frage, was noch. Für gewöhnlich spiele ich ja dann einen Hofausbau. Ja, dann spiele ich schweren Herzens hier diese Karte als Hofausbau, auch wenn der Stallknecht ganz nett ist. Leg also hier an, denn ich möchte eigentlich zusätzliche Lieferungen auf jeden Fall auch einen Schweinestall haben, so, damit meine Schweine Nachwuchs bekommen können. So, jetzt muss ich das auch noch bezahlen. Und da nehme ich einfach den Siegpunkt erstmal. Denn ich möchte ja eventuell noch so einen Dachmarker kaufen und ich kriege ja durch diesen Hofausbau leider kein Einkommen und Geld. Ja, jetzt ziehe ich sozusagen nach. So, ich habe durch den Ausbau das auf 4 erhöht und durch die Karte ja erhöht sich das auf 6. Also ziehe ich 4 Karten. Ja, das ist ja schon mal eine Auswahl, mit der man arbeiten kann. Ja, ich kriege kein Einkommen, hier wird auch nichts produziert. Ne, da verschenke ich halt ein bisschen was. Dafür aber darf ich jetzt einen Dachmarker kaufen. Und ich entscheide mich hier für die zwei unterschiedlichen Erntegüter. Ach ja, die werden hier hingelegt, die Dachmarker. Und je weiter ich mein Dach eben ausbaue, desto mehr Punkte bekomme ich auch dafür. Und wenn ich das benutzt habe, dann drehe ich die auch einfach um. Also das muss ich jetzt nicht sofort beim Kauf machen, sondern eben dann, wenn ich will. Und ich will jetzt noch erstmal nicht. Ich schaue jetzt erstmal, was da so gleich gewürfelt wird. Denn da wären wir jetzt. Die Würfel werden geschwungen. So, die zwei würfel ich nochmal neu, auch wenn ich die gern behalten habe. 5,
Oh, noch eine Eins, okay. ja. Ist eigentlich klar, wie es läuft. Ich bin Startspieler, ich will erstmal ein Schwein. Dann wählt er ein Schwein und jetzt kann ich mich entscheiden, möchte ich lieber zwei unterschiedliche Erntegüter oder noch ein Schwein. Die vier wird er mir nicht wegnehmen. Ja, ich denke mal, wenn die Schweine sich vermehren, dann kann das ja nur gut für mich sein. Und dann werde ich in der ersten Runde wohl auch nichts großartig beliefern können. Naja, sei es drum. Dann ist das eben so. Dann wählt er eben die 3 und ich bekomme mit der 4 nochmal Silber. Und dann war es das auch schon wieder. Ja, dann wähle ich ganz einfach jetzt. Ich muss das ja nicht geheim machen. Ich wähle einfach dieses Plättchen hier mit einer Lieferung, weil ich gar nicht so viel liefern kann. Ich habe ja nichts. Wir hatten ja nichts damals. So, aber dafür 3 Schritte auf der Siesta-Leiste und damit bleibe ich Startspieler. So, dann habe ich eine Lieferung zu tätigen. Ja, ich werde erstmal ein Silber liefern. An diesen hier. Ja, aber dann sollte ich vielleicht, sehe ich gerade, natürlich könnte ich hier auch die umdrehen. Dann hätte ich ja nochmal 2 Sachen, die ich zusätzlich liefern könnte. Ja, benutze ich das mal. Zack. Was machen wir denn dann mal? Und dann nehmen wir doch mal Getreide und Oliven. Und dann kann ich ja hier 2 bezahlen, tatsächlich, weil ich ja 2 Zusatzlieferungen kaufen darf und darf die dann im Anschluss auch nochmal hierhin liefern. Ja, ist jetzt nicht so ideal, aber was soll's. So, dann wird er liefern, indem er einfach hier was zieht und einen Sechserstand gleich besetzt. Und damit natürlich, der wird das dann immer so machen, dass es möglichst ungünstig für mich ist. Also mich nach Möglichkeit verdrängen, aber sich auch so offen positionieren, dass ich ihnen mit einer Aktion möglichst wenig wegnehmen kann. Ja, dann gibt es für mich 0 Punkte in der Wertungsphase. Achso, die Lieferung hätte er natürlich vor meiner Zusatzlieferung gemacht, aber spielt ja jetzt eh keine Rolle. Ja, dann gibt es für mich keine Punkte auf dem Markt, aber 1 Punkt für das Voranschreiten auf der Siesta-Leiste zumindest. Das wird zurückgesetzt, das kommt weg. Werden die jetzt auch gemischt alle? Na komm. Die 2 sollen es sein. Ein Schritt auf der Siesta-Leiste, eine Lieferung. Hier muss ich nichts umdrehen, die Würfel kommen zurück, hier wieder zur Auswahl. Es geht in die nächste Runde. Ja, und jetzt wieder die große Qual der Wahl, was ich hier ausspiele. Ich habe jetzt 6 Karten auf der Hand. Ja, ich spiele den Feldarbeiter aus. Verkaufe ein Erntegut von deinen Feldern zum Einkaufspreis. So, ich habe ja noch gar keine Felder. Werdet ihr euch fragen, was soll denn dann der Zug? Ist der nicht dumm? Nein. Also, ob er dumm ist, wird sich zeigen. Ich werde aber das ja nutzen, um auch eine Karte auszuspielen. Und zwar hier ein Traubenfeld. So. Und der hat übrigens hier auch so ein 1, also mal 1 unten aufgedruckt. Das heißt, das kann ich pro Runde auch nur einmal nutzen. Ja. Dann gäbe es. Ah, stopp. Ja, dann ziehe ich erstmal wieder nach. 2 Karten. Und dann gibt es Einkommen, was ich immer noch nicht kriege, leider. Aber meine Schweine vermehren sich und meine Trauben auch. Ja, und dann kann ich hier die Trauben verkaufen. Dann muss ich jetzt nur dafür sorgen, dass ich mindestens einmal hier was bekomme. Mein Einkaufspreis für Trauben ist 4. Ja, und jetzt ist wiederum die Chance, einen Dachmarker zu ergattern. Ja, da würde ich einfach mal für 2 die Zusatzlieferung nehmen. Und da gibt es auch direkt einen Siegpunkt für.
Ja, dann wird jetzt gewürfelt und jetzt brauche ich unbedingt eine Traube. Ja, ich glaube, ich habe genug Trauben erwürfelt. Sogar noch ein Schwein zur Not. Das Schwein kann ich immer gar nicht aufnehmen. Na, dann müsste ich erst eins verwursten oder so. Oder aber direkt jetzt hier mit dem Eselsmarker wegliefern, dann könnte ich das nehmen. Aber warum denn? Ich nehme einfach die 3 hier, kriege eine Traube ins Silo und einmal... Getreide. So, dann wird er das Schwein nehmen, dann kriege ich nochmal eine 3. Das wäre nochmal eine Traube und eine Olive. Weil ich noch keine habe, dann nimmt er diese. Und ich kriege zuletzt nochmal 4 Geld. So, Problem gelöst. Ja, dann wieder große Wahl. Jetzt nehme ich tatsächlich mal die 4 Lieferungen. Jetzt will ich es wissen. Ja, und das heißt auch, ich bin kein Startspieler mehr, weil ich dann auf der Siesta-Leiste überhaupt nicht voranschreite, weil ich viel zu tun habe, um Siesta zu machen. Ja, und er wird jetzt also zuerst einen Zweierstand besetzen. Ja, zack. Besetzt einen Zweierstand. Hier wäre einer. Nehmen wir mal den. Okay. Ja, jetzt mache ich meine 4 Lieferungen. So, erstmal liefere ich natürlich ein Schwein und einmal eine Traube. Mache dann hier die Sache voll. So, stopp. 2 Lieferungen wurden ausgeführt. So, dann kriege ich erstmal den Siegpunkt hier, weil ich das ja als erster beliefert habe. Wir sind in Runde 2, also gibt es nochmal 2 Siegpunkte. Normalerweise werden die auch hier verdeckt hingelegt, aber da ich ja niemandem hier was verheimlichen muss, braucht das nicht. So, ich kriege den Soforteffekt, 2 Siegpunkte. 1, 2, 1, 2, 3, macht einen 5er hier mal. Ja, bei dem Spiel muss man häufiger mal zurücktauschen. So wahnsinnig viele Einer sind nicht da, wie ihr seht, gerade im Spiel mit mehreren Personen. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Das finde ich nicht verkehrt, dass genug Zehner da sind, darauf kommt es an. Aber so kriegt man schon im Laufe des Spiels dann mit, in wie viele Punkte die ja, Mitspieler so in etwa haben dürften, wenn die dann ständig in Zehner tauschen. Ja, so, ich habe jetzt die 2 Lieferungen gemacht. Ich habe meine 2 Punkte für Runde 2 bekommen, einen extra Punkt hier, meine 2 Punkte dafür. Aber ich schalte hier auch noch Gebäude 1 frei. Dafür auch nochmal einen extra Punkt. Und habe ja noch 2 Lieferungen übrig. So, und das werden auch 2 Silber sein. 3 gebe ich ab, 1 zurück, um eben hier fleißig zu liefern. Ja, schaffe ich in der Runde zwar leider nicht, das komplett zu machen, aber was soll's, ne? Immerhin. Ja, jetzt habe ich meine regulären Lieferungen gemacht. Die werden auch eigentlich ja umgedreht. So. Dass die Mitspieler, wenn sie sich denn nicht gemerkt haben, was ich hier gelegt habe, dann auch nicht mehr wissen, was ich noch legen könnte. Ja, er hat schon geliefert, er war Startspieler. Jetzt kann ich, wie gesagt, 2 Zusatzlieferungen kaufen. Mache ich auch. Ich gebe 4 Silber ab, um 2 Silber zu liefern. Jede Lieferung kostet 1 Silber und die Ware ist ja auch Silber. Insofern das. Ja, jetzt könnte ich für mein letztes Silber da noch ein. Aber das lassen wir mal. Die spare ich mir auf. Ich werde es ja eh jetzt nicht komplett machen können in der Runde und... dann ist es ja egal, wann ich es mache. Gut, dann wird wieder auf den Markt geguckt und ich darf weinen, denn da habe ich immer noch nichts. Und ich bin diesmal auch überhaupt nicht auf der Siesta-Leiste vorangeschritten. Spart mir das Zurücksetzen. Der Marker kommt weg. Es wird neu gemischt. Oh. Zwei kommen
raus. Die zwei sind es. Also eine Aufwertung oder eben ein Erntegut. Aha. So, das kommt zurück, der Markierungsmarker da. Ja, alles klar. So, ach so, die werden jetzt hier auf den dauerhaften Effekt gedreht. Das heißt, ab sofort bekomme ich immer 2 Siegpunkte, wenn ich ein solches Bonusplättchen bei den Handwerkern mir ergattere. Ja, also hat ja nicht geschadet, das jetzt direkt zu Beginn zu nehmen. Ja, dann war es das. Es geht in die nächste Runde. Ja, ich darf wieder spielen. Ich nehme diesmal den Hirten. Erhalte ein Erntegut, wenn deine Schweine in Schritt 3 der Hofphase Nachwuchs bekommen. Na, so. Ja, damit habe ich alle 3 Gehilfenplätze belegt. Ich könnte natürlich weitere Gehilfen spielen, dann müsste ich halt einen wieder entlassen. Okay, dann ziehe ich auf mein Handkartenlimit von 6 Karten wieder auf. Ja, dann in der Ertragsphase kriege ich leider immer noch nichts. Aber es gibt eben zumindest einmal hier was. Aber auch hier, die Schweine produzieren Nachwuchs. Und weil sie das tun, ist auch so ein Einmaleffekt, kriege ich halt noch eine Traube. So, und dann kann ich eben eine Traube von meinen Feldern zum Einkaufspreis verkaufen. Kriege ich also 4 Silber. Hätten wir das also soweit erledigt. Und jetzt habe ich auch genug Geld, um mir so einen Marker da zu kaufen. Ja, dann nehme ich halt für 3 Silber diesen Aufwertungsmarker und kriege nochmal 2 Siegpunkte, weil ich dieses Feld da abgedeckt habe. Ja, und das war's soweit. Die Würfel werden wieder geworfen. Ja. 1, 5, noch eine 1, eine 3 und eine 4. Ja. Dann würde ich mal sagen, obwohl will ich die Schweine wirklich haben, die brauche ich ja eigentlich gar nicht. Ich wähle hier die 2 unterschiedlichen Sachen. Das sind einmal Trauben und einmal Oliven. Okay, dann wählt er natürlich die niedrigste Zahl noch. Hinterher wird es umgekehrt sein. Dann habe ich die Qual der Wahl. Ich nehme aber das Geld. So, das ist weg. Und die 5 bleibt dann für mich wieder übrig. Jetzt ist die Qual der Wahl groß. Siesta-Schritte. Ich könnte noch 3 Lieferungen machen. Aber brauche ich das? Okay, ich sehe gerade, ich habe, glaube ich, eben verkehrt herum gewählt, was in diesem Fall allerdings keine Rolle gespielt hat. Aber, sorry, natürlich hätte er zuerst die Einsen genommen. Also die erste 1, dann hätte ich erst wählen dürfen. Sorry. Hat jetzt aber hier keine Auswirkung gehabt. Er hätte sowieso die beiden Einsen dann genommen bei meiner Wahl. Aber ich muss darauf achten, nicht, dass mir das gleich noch irgendwie passiert, wenn es relevant wird. Ja, und ich muss mich immer noch entscheiden, was ich bei der 5 mache. Eine Aufwertung mache ich auf jeden Fall. Einmal wird so ein Schwein hier verwurstet. Das arme Tier. Und dann mache ich den einen Schritt hier auf der Siesta-Leiste. Okay. Ja, dann wähle ich die 2 Lieferungen, 2 Schritte. So sollte es dann nämlich sein. Dann mache ich nämlich nochmal 2 Schritte und dann werde ich auch Startspieler. Ja, dieser ganze Driss nicht mehr ist. Ja, und darf dann auch als erstes meine beiden Lieferungen machen. Und das heißt, ich werte noch einmal hierüber eine Traube zu einem Wein auf. Und dann sind meine beiden Lieferungen natürlich Wein und Fleisch. So, und eine Aufwertung einer Olive in ein Essen kostet 2. Dann mache ich das mal eben, denn ich habe ja hier noch so eine
Zusatzlieferung über das Hofplättchen und kann dann damit das Essen, was ich gerade hergestellt habe, liefern. Und dann habe ich das auch gemacht. Dann gibt es erstmal 3 Siegpunkte, weil ich den Handwerker beliefert habe. In Runde 3. Dafür einen extra Siegpunkt hier. Und dann wird auch das zweite, genau, freigeschaltet. Gibt auch nochmal einen extra Siegpunkt. So. Dann kriege ich jetzt, weil ich dieses Plättchen bekomme, über das Plättchen 2 Siegpunkte. So. Der Soforteffekt dieses Plättchens ist, ich kriege sofort die Punkte, wie ich gerade hier auf der Siesta-Leiste bin, also einen. Und auch eine Zusatzlieferung von einem Silber hierhin. Okay, so, das waren jetzt also meine beiden Lieferungen, die doch 3 waren und im Endeffekt 4. Ja, und dann liefert der Dummy an einen Dreiermarkt. Wo ist ein guter Dreiermarkt? Nehmen wir mal den hier, möglichst weit. Mich verdrängen kann er ja eh nicht, weil ich nicht da bin. Ja, und dann war es das auch schon wieder mit Phase 3. Ja, er würde 4 Punkte bekommen. Ich bekomme den einen Punkt, wo ich eben da stehe. Und gehe wieder auf 0 zurück und tausche jetzt auch mal ein. Also 2 Einer, ein Dreier macht 5 und ein Fünfer macht 10. Mein erstes 10er-Plättchen, nicht meine ersten 10 Punkte hier, sind noch so ein paar mehr. Kann ich gleich nochmal 1, 2, 3, 4, 5 eintauschen. Das sind leider keine 5 mehr, kriege ich nochmal einen 5er wieder. Ja, von meinen 70 bin ich noch ein bisschen entfernt, aber ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit. Ja, soweit, so gut. Das war's. So, der Dauereffekt ist jetzt immer, dass ich eben eine Lieferung und einen Schwesterschritt als Bonus obendrauf bekomme. Hier kriege ich jetzt auch alle wieder. Die gehen auch weg. Ach Quatsch, ich habe doch noch die Zusatzlieferungen in der Runde. Hahaha, verpennt. Ja, die werde ich eben nochmal nachholen. Seht's mir nach, es ist spät, aber die beiden, also zumindest eine von beiden wollte ich noch machen. Kriege ich nämlich ein Geld wieder. Das muss jetzt einfach sein. Und ich kriege 3 Geld. Als Soforteffekt. So, kriege hier nochmal einen Siegpunkt. Ich habe ein Plättchen bekommen, das gibt nochmal 2 Siegpunkte hier. Ich habe in Runde 3 sind wir noch, einen beliefert. Und es gibt 3 Siegpunkte. Der letzte wird freigeschaltet. So, das geht hier alles weg. Mann, das hätte mich eben noch getötet, ja. So, dann gibt es noch eine Zusatzlieferung. Ich kann ja eine zweite mir auch noch leisten, um dann hier nochmal Trauben hinzuliefern. Mann, ich gerade meinen eigenen Masterplan jetzt eben auskatapultiert. So, sorry. Aber das musste ich einfach noch nachholen. So. Ja, dann hätten wir das. Die Würfel können zurück. Jetzt wird hier nochmal gemischt. So, es bleibt also eine Lieferung und eine Aufwertung. Jetzt für 4. So, und auch hier geht es auf den Dauereffekt, der auch heißt 3 Geld bekommen. Ja, Karte spielen. Ich spiele jetzt einen Hofausbau aus. So, jetzt muss ich 2 unterschiedliche Dinge bezahlen. Das erste ist schon mal ein Silber.
Denn davon kriege ich jetzt hiermit genug. Das ist nun die Frage, ob das zweite wirklich ein Siegpunkt sein muss oder das nicht was anderes sein kann. Ja, eine Traube kriege ich da, aber die möchte ich natürlich auch umwandeln. Deswegen. Ja, komm, bevor ich jetzt hier ewig rumrechne, gebe ich einfach einen Siegpunkt ab. Pech. So, damit ziehe ich wieder eine Karte nach. Ja, dann kriege ich jetzt Einkommen. 4 Münzen habe ich mittlerweile so erwirtschaftet. Und in Phase 3 gibt es hier einmal was. Und meine Schweine kriegen Nachwuchs. Das heißt aber auch, dass ich ein Hofgut bekomme. Ich nehme nochmal eine Olive. Ja, dann war es das soweit. Ich kann so einen Dachmarker noch kaufen. Jetzt ist die Frage, eine Umwandlung eher oder eine Zusatzlieferung. Komm, ich nehme jetzt die Zusatzlieferung und kriege dafür auch nochmal 3 Punkte. Das ist eine 3, wunderbar. Gehen wir nochmal 1, 2, 3er ab. Und 1, 2, 3, 4 Einser, um nochmal eine 10 zu kriegen. Jetzt heißt es ein bisschen Glück haben hier beim Würfeln. So. 6, 5, 2, 2, 4. Das nenne ich tatsächlich Glück jetzt. Eine Dummy wird von unten nehmen. Ja, entscheide ich mich tatsächlich mal, Startspieler zu bleiben mit der 5, denn dann mache ich hier 2 Schritte. Und das ist ja schon mal gut. Dann wird er die 6 nehmen. Tja, und ich habe jetzt die Wahl. Brauche ich Geld? Momentan nicht so sehr, zumal ich hier auch noch eine Traube zum Verkaufen habe. Das heißt, ich nehme die 2. Und entscheide mich, eine Karte auszuspielen. Und zwar als Marktkarren. Machen wir mal hier, dass wir das auch mal hier haben. Ja, ein 5er Auftrag sozusagen. Olive, Getreide, Traube und ein Schwein. Ja, dann wählt er die 4 und ich habe nochmal die Wahl. Karte auszuspielen oder stattdessen auch einfach eins dieser Dinger zu nehmen. Ja, ich werde dann nochmal einen Auftrag spielen oder einen Marktkarren. Auch ein 5er. Leider habe ich jetzt keine 6er auf der Hand, aber vielleicht dann nächste Runde. So, schwere Geburt, aber ist vorbei. Und ich will jetzt wieder, was ich für ein Plättchen nehme. Na komm, ich... Also Mehrpersonenspiel würde ich mir das, glaube ich, für die letzte Runde aufheben, die 4 Lieferungen zu machen. Kann man noch ein bisschen was rausholen. Aber jetzt mache ich das einfach, um möglichst früh nochmal den komplett zu machen. Denn ich kriege ja auch noch eine Lieferung zusätzlich und einen Schritt auf der Siesta-Leiste zusätzlich. Und das reicht, um Startspieler zu bleiben. Und jetzt darf ich 5 reguläre Lieferungen machen und nicht vergessen, im Anschluss auch nochmal hier 3 dazu kaufen. So, damit ich auch Geld dafür habe, verkaufe ich mal eine Traube. Und nehme mir 4 Silber. Okay, also 4 Lieferungen. Das heißt, 1, 2 Oliven. 5 Lieferungen. 4 reguläre plus eine. Einmal Getreide. Dann muss ich mir nochmal für 3 ein Getreide dazu kaufen. Das ich dann auch liefere. Und zu guter Letzt noch eine Traube und damit habe ich es ja. Und bevor ich die letzte Traube liefere, mache ich hier noch eine Lieferung von einem Schwein. Dorthin. Na, denn dann habe ich nämlich Platz für ein Schwein.
Zack. Ja, damit habe ich den nämlich komplett beliefert. Sorry, wie gesagt, es ist spät. Ich kriege hier also erstmal den Bonuspunkt, aber wir sind mittlerweile in Runde 4, was mir jetzt 4 Punkte bringt für diesen Handwerker. Ich kriege das Plättchen und darf mir als Soforteffekt sofort ein Erntegut oder ein Schwein nehmen. Also nehme ich mir ein Schwein. Ich habe ein Plättchen bekommen, das gibt mir nochmal 2 Punkte von diesem Plättchen hier. So. Ja, das waren also meine regulären Lieferungen. Was macht er hier? Ein Zweierstand beliefern. Wow. Ja, komm, machen wir jetzt auch. Obwohl, ich habe ja Fünfer, dann würde ich da zwei, sogar, ne, zwei verdrängen. Gibt es dann auch eine bessere Möglichkeit? Nö. Denn er könnte nur hier oder hier hingehen und das wäre dann Jacke wie Hose. Ja. Okay, er hat geliefert. Ich habe jetzt noch die Möglichkeit, 3 weitere Sachen zu liefern. So. Und dann liefere ich nämlich noch 2 Schweine. Hierhin. Kriege ich erstmal einen Punkt. Ja, nicht wegwerfen, den kriege ich. So, wir sind in Runde 4, das gibt 4 Punkte. Upp, upp, upp. So, dann kriege ich ein Plättchen erstmal, was mir Punkte gibt. Und zwar 2 für dieses. So, das Plättchen hat aber auch noch den Effekt, der Punkte gibt, nämlich ich kriege für jeden Marktkarren, den ich zurzeit hier habe, Punkte, also auch nochmal 2. Ja, ihr seht, man muss bei dem Spiel schon so ein bisschen nachhalten, wofür es überall an verschiedenen Stellen Punkte gibt. Und da kann man durchaus auch schon mal was vergessen. Ja, ich sage mal, 2 Einser, ein Dreier. Obwohl, noch mal 2 Einser. Ich wollte eigentlich den Fünfer weggeben, aber egal. Noch mal 2 Einser und noch ein Dreier macht zusammen 10. So, und 1, 2, 3, 4, 5. Und 5. Und auch noch mal 10. So langsam läppert es sich so, ne? Ja. Es waren 2 Lieferungen. Ich könnte noch eine machen. Die Frage wäre nur, wohin? Ich könnte jetzt ein Schwein noch dahin liefern, aber das will ich nicht. Denn die sollen sich ja noch durchaus vermehren. Und 1 kriege ich leichter zurück als 2. Ja, dann war es das. Dann muss meine letzte Zusatzlieferung leider ausfallen, mangels Güter. Gut. Ja, dann gibt es wieder Punkte für den Markt. Also für mich nichts und dann für die Siesta-Leiste, das heißt einen. Es geht zurück und dann werden neue Dachmarker aufgedeckt. Ach ja, da mal hier ein bisschen rummischen. Eine Lieferung oder eine Traube? Die Punkte habe ich bekommen. So, die können also zurück, die können weg, die Marker werden jetzt auf unendlich gedreht. Ja. Dann heißt es wieder eine Karte ausspielen. Ich sag mal, ich glaube, ich sollte einfach noch mal ein Feld ausspielen jetzt. Um da eins einfach mehr zu kriegen. So. Mein Handkartenlimit ist jetzt noch mal um 1 gestiegen, ne? Also 7 ziehe ich 4 nach. 1, 2 schon mal.
Ja, dann kriege ich Einkommen und zwar 3 Geld. Wow, 4 Geld. So, und ein Schwein von diesem Plättchen hier. So, dann im nächsten Schritt gibt es hier Erntegüter. Die Schweine vermehren sich und dafür bekomme ich nochmal ein Gut. Ich sage mal einmal Trauben. Ja, und für 5 Silber kaufe ich mir dann hier auch so einen Lieferungsdachmarker, was nochmal 4 Siegpunkte gibt. Komm, ich gebe einen ab. Und bekomme dadurch einen Fünfer. Ja, damit habe ich auch alles voll da. Ja, und es wird mal wieder Zeit, die Würfel zu werfen. Ja, voll die Auswahl. Ich werde erstmal hier eine Sache verkaufen für 4. Wobei, muss ich das stopp? Nee, Kommando zurück. Ich brauche ja gar kein Geld mehr. Verbrauche ich noch Geld? Lieferung stimmt nicht. Nee. Ja, um eine Zusatzlieferung zu kaufen. Ja, doch, sorry. Muss ich machen. Denn ich komme ja jetzt gar nicht an Getreide ran anders. Ne? Und Getreide brauche ich ja hier und auch dort. Da kommt, führt kein Weg dran vorbei. Also, ich bin als erster dran mit Auswählen. Ja. Dann Lieferung oder 2 Geld. Was will ich denn jetzt noch großartig liefern? Ja, gut. Machen wir jetzt hier keine Raketenwissenschaft raus. Ich nehme einfach 2 Geld, denn ich glaube, Lieferungen da habe ich genug. So, zack, dann nehme ich noch eine 5. Was mache ich damit? Um aufwerten will ich momentan gar nichts. Das heißt, ich nehme hier die 2 Schritte auf der Siesta-Leiste. Der geht hier hin und ich bekomme nochmal 2 Schritte. Oder. Ja. Wenn ich denn nicht hier noch was anderes mache, kann mir da nichts anderes leisten, alles klar. Ja, dann bin ich halt ganz viele Siesta-Schritte gegangen. Gut. Und ja, dann heißt es wieder liefern, ne? Ich nehme. Die 2 Lieferungen, also 3 Lieferungen. Und wupp, wupp, wupp. Bekomme hier noch einen weiteren Schritt. Also insgesamt 3 Schritte mehr. 1, 2, 3. Da bin ich ja schon da angekommen. Wow. Bin also sowas von Startspieler und kriege jetzt 3 Lieferungen. So, ich liefere ein Schwein, ich liefere eine Traube, Opedo, und ich liefere eine Olive. Das sind 3 Lieferungen. Ja, der Dummy liefert mir hier ein Sechserfeld. Okay, nehmen wir mal das hier. Alles klar. Und ich darf jetzt kaufen. 3 Stück. Ja, was will ich noch liefern? Ist die Frage. Erstmal muss ich mir hier Getreide kaufen. So, Getreide kostet erstmal 3. Das auszuliefern kostet 1. Also, kaufen, ausgeliefert. So, dann habe ich jetzt endlich auch mal hier einen Marktstand. So, ich kriege also 5. Und als Bonus hierfür sogar einen Punkt mehr für das Plättchen.
Also 6 Punkte. 1, 2, 3, 4. Einser macht nochmal einen Zehner. So. Ja, und dann kann ich hier 2 verdrängen von ihm. Wow, wow, wow. Das gibt mir nochmal 2 Punkte. So, und ich kriege natürlich eine Handelsware. Das wird dann auch abgelegt. So, 2 Lieferungen könnte ich mir noch dazu kaufen. Aber was soll ich liefern? Ich habe nichts mehr. 2 Schweine, die ich an nichts liefern kann. Ja, ja, dann war es das. Keine Zusatzlieferungen. Pech gehabt. Ja, dann gibt es noch die Abrechnung. Ich habe tatsächlich mal einen Marktstand. Das gibt einen Punkt. Und da gibt es nochmal 3 Punkte für die Siesta-Leiste. 3, nicht 6. 3, 1. Es geht hier also zurück. Ja, hier muss ich jetzt eigentlich nicht mehr, aber ich mache es der Vollständigkeit halber. Dann seht ihr auch noch, was es da so gibt. Ja, da könnte ich hier nochmal einen umdrehen und da ist es auch nochmal eine Aufwertung. Also umdrehen heißt, ich könnte einen schon benutzten Dachmarker wieder auf die andere Seite drehen. Ja, das ist also sozusagen ein Joker für alle bisher Gekauften. Aber ich habe ja keinen Platz mehr, insofern Pech gehabt. So, das geht hier weg, das geht hier runter. Ja, in der letzten Runde gehe ich jetzt ein bisschen auf Risiko. Ich spiele nochmal einen Handkarren oder einen Markkarren. Das Problem ist jetzt, dass ich ohne Würfelglück nicht an genug Rohstoffe komme, um die ganzen Sachen auch noch zu beliefern. Aber, ja, hilft ja nichts. Okay, dann kriege ich mein Einkommen von 3 Silber. Und auch hier eine zusätzliche Sache. Ja, dann ist die zusätzliche Sache, die ich kriege, eine Traube. So, dann produzieren die Felder ihre Erntegüter, die Schweine vermehren sich und wenn sie sich vermehren, bekomme ich ein Erntegut. So, Getreide. So, Dachmarker kaufen entfällt, weil ich ja keinen Platz mehr habe. Dann wird gewürfelt. So, die 4 würfel ich erneut. Das bleibt bei einer 4. Ja, da habe ich doch ein bisschen Glück gehabt. Dann kann ich ein Gut hier verkaufen für 4, bevor ich wähle. Dann wähle ich tatsächlich hier 2 Aufwertungen, nämlich ein Schwein in Fleisch und eine Traube in ein Wein. So, dann wählt er dies. Dann wähle ich 2 unterschiedliche Erntegüter. Jetzt nichts falsch machen. So, Trauben brauche ich keine mehr. Ich brauche noch Olive und Getreide. So, dann wählt er das hier und dann kriege ich nochmal die 2. Das heißt, ein Erntegut oder ich darf noch eine Karte spielen. Ja, aber einen zusätzlichen Auftrag bringt mir nichts, denn den kann ich ja nicht auch noch beliefern. Es wird schon schwer genug, hier 4, also 8 Waren in einer Runde zu liefern. Jetzt mal gucken. Ja, komm. Das ist eigentlich egal was. Ich nehme dafür eine Olive und bin dann fertig. So, und dann gibt es hier die 3 Lieferungen natürlich und 2 Schritte, also 4 Lieferungen, 2 Schritte. Auf der Siesta-Leiste. Das heißt, er wird Startspieler in der letzten Lieferphase und macht hier seinen Zug zuerst. Ein Vierermarkt.
Denk mal, der hier ist sehr abgelegen. Ja. Okay, dann habe ich jetzt meine regulären 4 Lieferungen zu tätigen. Und das heißt, ich muss jetzt ein Dingen komplett beliefern. Das heißt, ich muss erstmal für 4 Essen kochen. Ein Getreide, eine Olive werden jeweils zu essen. Das heißt, ich liefere 1, 2, 3, 4. Hab den also komplett beliefert. Das ist mein 6er Auftrag. Ein mehr macht 7 Punkte. Gehen wir mal den 3er ab. Kriegen ein 10er. So, ich kriege eine Handelsware natürlich und darf hier auch was besetzen auf einem 6er Feld. Ja, da ist nicht viel zu holen, muss ich sagen. Da oder da. Dann gehe ich mal hier hin und vertreibe den. Hopp, hopp. Gibt es nochmal einen Punkt. Okay, jetzt habe ich aber noch 3 Lieferungen, die ich dazu kaufen kann und eine von einem Dachplättchen. So, das heißt, ich kaufe natürlich auch alle 3 zusätzlichen Lieferungen, die ich machen kann. Das wäre eine Olive, ein Getreide, ein Wein. So. Und dann muss ich hier nochmal für 2 Essen kochen, damit ich das mit dem Plättchen hier auch beliefern kann. Dann ist er auch fertig. So, das wäre nur ein 5er. Das heißt 6 Siegpunkte. 1, 2, 3, 4. Zap. Und hier besetze ich dann. Da oder da. Ja, den 5er hier. Damit verdränge ich aber nur den einen, denn das ist ein 6er. Gibt nochmal einen Siegpunkt mehr. Alles klar. Jo, dann war es das soweit mit den Lieferungen. Es gibt nochmal Punkte. 1, 2, 3 jetzt auf dem Markt. Einen für die Siesta-Leiste. So. Ja. Dann gibt es noch die Endwertung. Also da wird nochmal das gesamte Vermögen 5 zu 1 in Siegpunkte getauscht. Gut, das sind dann jeweils 4 Münzen. Also 12. Und wenn ich ein Schwein verkaufe, dann gibt das 3. Dann sind das 15 und 15 macht 3 Siegpunkte. Nehmen wir jetzt nochmal so ein 3er hier. So, 2 Einser, ein 3er und ein 5er nochmal abgegeben für einen 10er. Und dann schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 83 Punkte gemacht. Ja, ganz okay, würde ich sagen. Ja, das war's. Wir sind durch. 120 Minuten steht auf der Schachtel, aber ich habe auch ein paar Denkpausen rausgeschnitten. Das bringt euch ja nichts, mir beim stillen Brüten dazu zu gucken, während sich nichts tut am Brett. Ja, aber der Großteil der Zeit wird halt dadurch gefressen, denke ich mal, dass man überlegen muss, welche Karte man wann, wo, wie spielt. Das ist also die größte Überlegehürde und ja, wie gesagt, auch das, was die meisten dann so am Anfang erstmal vor eine riesige Hürde stellt, wenn sie neu ins Spiel einsteigen, wann spiele ich was, also da braucht man sicherlich 1-2 Partien, um das gut rauszuhaben, welche Karte gut an welcher Stelle ist. Ja, wer jetzt hier von mir ein Fazit oder irgendeine Meinung, Stellungnahme erwartet, den muss ich leider vertrösten, denn wir werden La Graja auch nochmal rezensieren. Das mache ich dann mit dem Fenrir zusammen und das Video wird dann entweder übernächsten Mittwoch oder den Mittwoch danach online gehen. Die Zeit brauchen wir einfach, um die ganze Sache
so produzieren. Ja, und wir werden auch noch mal eine Mehrpersonenpartie spielen, sofern das gewünscht ist. Aber ich muss sagen, der Solo-Modus reicht vollkommen aus, um das Spiel kennenzulernen. Also da kommt jetzt nichts großartig mehr hinzu. Natürlich, klar, im Mehrpersonenspiel ist es ein großer Konkurrenzkampf auf dem Markt, auch natürlich um die einzelnen Handwerksgebäude, wer beliefert was zuerst. Ja, und auch da muss man noch mehr taktieren mit den Eselsmarkern, um eben die Spielereihenfolge besser abzupassen, denn es kann manchmal durchaus auch von Vorteil sein, als Letzter zu liefern, während die anderen das schon alles auf den Markt bringen. Kommt man als Letzter und fegt dann alles weg oder so, kann ja auch gut sein. Also da kann man durchaus auch mal Fallen stellen. Ja, ne, aber das sind dann halt so taktische Kniffe, die das Spiel für die Spieler spannender machen, aber jetzt für den Zuschauer nicht unbedingt. Also da ändert sich vom Ablauf eben nicht großartig was. Da kommt nichts hinzu. Ja, soweit, so gut. Das war's also heute von mir. Ich bedanke mich bei allen, die das Video geschaut haben. Gebt ruhig einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ja, und auch natürlich einen riesen herzlichen Dank an alle, die uns auf irgendwelche Art und Weise unterstützen. Links dazu in der Videobeschreibung. Schaut ruhig rein. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Spiel und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.